So, hallo, wir machen weiter. Bei I Wanna Stop the Simulation. Und letzte Mal. Wow, hi. Haben wir den Anfang von dem Spiel gesehen. Der mit Mario Bros. Anfing. Oh Gott, es kommt die ganze Zeit so ein Quatsch hier reingeflogen, ja? Okay. Oh mein Gott, das kommt die ganze Zeit jetzt. Kann ich das nicht irgendwie abschießen? Aber die kommen immer wieder neu, ne? Das sind, ist nicht der gleiche. Der ist einfach da. Mhm. Oh Gottes Willen. Das wird ja unangenehm. Kann ich den abschießen? Na, so nicht. Ah! So auch nicht. Die gehen einfach immer voll auf mich. Ich müsste halt in dem Moment kurz ausweichen. Ich denke, viel mehr kann ich da auch nicht machen. Nur, dass ich die teilweise gar nicht sehe, weil die so schnell wiederkommen. Eieiei. Ach, ich kann die ja wegwerfen hier. Die null. Die null doofen Typen da. Okay. Da ist schon wieder was zum Pullen. Ich hab Angst. Will ich das pullen oder will ich das nicht pullen? Das ist die Frage. Na gut, oder ich bring's auch einfach nicht weg. Geht auch. Oh boy. Ich zieh's einfach. Okay, brauche ich das? Mist! Ja, ich brauche das. Sonst komme ich da nicht hoch. Ich muss das nämlich... Ja, verstanden. Glaube ich. Gott, lass mich in Ruhe. Wait. Oh. Nein, aber verstanden. Ja, super. Nein. Mir nicht auf den Keks. So, jetzt lassen wir den erstmal hier da sein. Dann lassen wir den da sein. Und dann gehen wir hier hoch. Und dann gehen wir... Kann ich das nicht auch andersrum machen? Das darüber werfen? Mist. Nein, geh weg! Super, jetzt ist der da reingelaufen. Ich kann doch auch den gleich mitnehmen, da eben. Den habe ich doch einfacher getragen. Nein, ah! Oh. Hasse dich. Full House. Oder so. Ach, Mann! Hätte...
leider nicht. Nehmen wir wieder den mit, wenn er gerade... Ups. Ich würde sagen, wenn er gerade da ist, aber war schlecht. Nein, ich hab schon... Ich bin zu ungeduldig für so einen Quatsch. Für so einen Quatsch bin ich einfach viel zu ungeduldig. Jetzt ist das Ding weg. Scheiße. Oh, nicht gut. Weil jetzt, ja... Jetzt bräuchte ich das halt hier. Aber, kann man ja noch so einen holen. Who cares? Weiß halt mit zwei davon. Ja, super. Wurde ich versaus. Toller Save. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. So, jetzt komme ich hier hoch. Da brauche ich jetzt... Oh, eine Bombe ist das. Ja. Yo, leckt mich am Arsch. Ah. Da muss ich ja ganz schnell rüber. Ach du Schande. Ah, oh, den habe ich nicht gesehen. Fett mit den blauen Viechern da. Na super, jetzt habe ich da wieder nicht. Man muss auf so viel achten. Der war unfassbar schnell, unerwartet schnell. Mal, oh, was war das denn? Mal brauchen die ewig und mal schießen die auf einen... Oh mein Gott. Mal schießen die drauf wie sonst was. Uiuiuiui. Der war schon wieder so schnell. Lass mich in Ruhe. Ist super. Ja, das wird funktionieren. Oh, wow. Das hat funktioniert sogar. Nein, jetzt bin ich genau wieder da drauf. Das ist unglaublich. Na, jetzt... Homing Birds oder was? Oh, Mann. Das sind keine Birds, das sind so Skelettvögel, Viecher. Weiß nicht, wie die heißen. Ist mir auch egal. Nein! Oh. Abgerutscht. Bruder! Muss ja nur der erste weg. Dann ist alles okay. Jetzt kommt schon der nächste. Ich komme gar nicht los. Wäre ich nicht gesprungen? Wieso ist der jetzt da hoch? Oh oh. Super intelligent, als er wusste, wohin ich will. So. Nein. Okay, ich hoffe, das reicht nicht. Ich muss den weiter oben setzen. Oh. Das habe ich nicht gesehen. Ach, das war Progress. Nein.
Nein. Nicht gut. Nach. Nein. Das gibt's doch nicht. Kann ich doch nicht so lange in einem scheiß Raum aufhalten. Vor allem da oben ist schon der nächste Checkpoint. Nein. Du nicht. Du auch nicht. Und du hast recht nicht. Oh. Okay. So. Das darf jetzt nicht schief gehen. Das darf jetzt nicht schief. Okay. Oh, Gott sei Dank. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Okay, will ich in die Tür, ist die Frage. Oder nicht? Das ist doch bestimmt eine Fake-Tür. Weil es geht halt weiter hoch. Also ich gehe davon aus, dass es eine Fake-Tür ist, wenn es weitergeht. Irgendwann habe ich sie schon mal werfen können. Wir kommen der Sache näher. Langsam tut mir mein Finger weh. Alter, das sind so viele. Ja, dahin gehört die Tür. Genau. Keine Chance. Keine Chance. Kommen die von selbst hier so viele oder? Ja, also es hat nichts mit der Höhe zu tun. Okay. Die kommen von selbst. Lass mal Tür sein. Okay, ich habe keine Ahnung, was in der Tür ist. Ach so. Vielleicht will ich doch in die Tür. Spiel. Oder hätte ich mich einfach festhalten müssen an dem Ding? Kann ich mich an dem Ding festhalten? Kann ich nicht. Ich kann mich nicht mal festhalten. Also will ich in die Tür. Vermutlich. Weiß es nicht. Ich konnte mich gerade nicht festhalten. Entweder es war ein Bug, oder ich war zu doof, um hochzudrücken, oder ich kann mich nicht dran festhalten. Ach. Alles ist möglich. Alles ist denkbar. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Treffen mich diese bunten Partikel? Ich weiche den bunten Partikeln mal aus. Ich habe keine Ahnung. Ich kann ihnen ausweichen. Was soll ich tun? Aber die sind so schwer zu sehen. Ich hoffe, dass... Ich weiß nicht, ob die mich... Ich probiere es aus. Hä? Also teilweise treffen sie mich, teilweise nicht? Hä? Was war das denn jetzt? Oh nein, ich muss das nochmal machen. Ich habe gehofft, da war ein Checkpoint. Stellt sich raus. Da war keiner. Okay, aber da unten ist am safesten, die Tür zu drücken. Es wird nichts nützen, da den Schalter zu aktivieren. Aber was hat mich jetzt getötet? Die bunten Partikel? Ja, also die töten schon die bunten Partikel. Okay. Oh Gott. Wo die
Tür. Also will ich den Partikeln ausweichen und auf die Plattform drauf? Oder was? Hä? Oder will ich einfach aushalten? Ist das eine Avoidance? Wenn man halt mal wüsste, was man tun soll, ne? Ich muss, aber wenn ich, selbst wenn ich mit dem Ding hoch muss, oh Gott, das wäre ja super unangenehm. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Also ich konnte auf dem Ding drauf stehen, kurz irgendwie, aber damit durch die Partikel komme ich doch erst recht nicht durch. Versuch nochmal auf das Ding zu schießen. Bruder. Das nützt aber nichts, da tut sich nichts. Da. Ich hab den nicht gesehen. Really? Ja, super. Was soll ich denn da machen? Muss ich das... Ah, ich habe eine Idee. Wenn ich auf dem Ding stehe, muss ich das, glaube ich, so aufheben, wie ich wie hier. Weil wir sind ja gerade eigentlich in der SMP3-Welt. Weil ich das mal so aufhebe. Und dann, keine Ahnung, irgendwas passiert. Aber das war ja sehr klug von mir. Ja, moin. Ja, das war nicht mehr zu retten. Also ich versuche mal... Oh, das kommt jetzt runter. Das ist gut. Das geht jetzt viel schneller runter, das Ding. Aber ich komme nicht drauf, oder? Oh. Ich bin festgehangen an dem Ding. Das war auch interessant. Neuer Versuch. Okay, wenn ich draufstehe, bewegt sich's nicht mehr weiter. Also muss ich wahrscheinlich schon hoch und das Viech abschießen. Coole Tür. Beste Tür auf jeden Fall. Eieiei. Wie sollen wir denn da hochkommen, wenn... Ja... Ist ja so schon unangenehm hier durchzukommen. Und danach. Ja, ich kann mich ja auf dem Ding auch nicht bewegen. Ich kann nur von dem Ding wieder abspringen oder dann ist es weg. Bin leicht überfordert mit diesem Boss. Ich verstehe nicht, wie ich den machen soll. Lass mich in Ruhe. Verstehe nicht, wie ich den machen soll. Jetzt kommt es direkt runter. Das ist natürlich auch interessant. Aber ich kann ja jetzt kaum... Ich komme doch da kaum hoch. Die Frage ist ja auch überhaupt, ist das richtig, was ich tue? Oder muss ich was ganz anderes tun? Und weiß es nur nicht. Vor allem, das Ding kommt ja komplett random. Guck mal, jetzt bewegt sich so. Das ist also ja kompletter RNG, wie das Ding fährt, oder was? Ja, cool. Super.
Nee, ist cool. Es ist... Gefällt mir auf jeden Fall. Komm, ich... Wie soll ich denn da durchkommen? Kann ich auf dem Ding irgendwas drücken, wenn ich da drauf stehe, was mir hilft? Ich hab keine Ahnung. Yo. Ich verstehe den Boss überhaupt nicht. Da sind Partikel, die ich kaum sehe, die mich töten. Da ist da eine Plattform, die rumfährt und wenn ich auf sie draufgehe, fährt sie nicht mehr. Und keine Ahnung. Aber ich kann auf der Plattform auch nichts machen. Kitty Kids. Was ist jener Boss für ein komisches Viech? Es ist leck mich doch fett hier. Gibt's doch nicht. Kommt das Ding zumindest gleich wieder runter. Ich habe keine Chance. Das muss anders gedacht sein, als ich denke, weil das ist ja komplett RNG sonst. Das kann so unmöglich gedacht sein. Ich kann nichts tun auf dem Ding. Kann nichts drücken. Kann nur wieder abspringen. Check's nicht. Ich check's null. Muss da irgendwie durchkommen. Aber das ist doch... Seht ihr das? Das ist doch komplett... Wie soll das denn gehen? Hä? Das ist ja komplett irre. Die kommt halt gut runter jetzt. Keine Frage. Ich komme damit auch gerade ganz gut hoch, aber... Da kommt viel zu viel Zeug. Wie soll ich dem denn ausweichen? What? Ich halt zumindest wüsste, ob ich es richtig mache. Ob das der Gedanke ist. Jetzt bewegt sich die Plattform komplett anders. Ja, cool. Tschüss, Plattform. War nett mit dir. Ich häng dann hier unten mal so ein bisschen ab. Und guck dem coolen Feuerregen zu. Hallo? Du nimmst mich halt nicht mehr mit. Geil. Also, ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Viel schlimmer aus als der Endboss. Real Talk. Den Endboss habe ich ja so ein bisschen gesehen. Ich komme da überhaupt. Ich habe da keine Bewegungschance. Hä? Ich muss irgendwas komplett falsch interpretieren. Aber was?
Jetzt kommt die sehr günstig sogar runter, die Plattform. Aber ja, ich hab's halt versaut. Cool. Nein, jetzt hätte ich gut hochgekommen. Da wäre eine gute Möglichkeit. Ja. Da wäre eine gute Möglichkeit gewesen, hochzukommen. Einmal zumindest zu gucken, ob was da abgeht. Ob es reicht, einmal hochzukommen und das Viech einmal zu treffen oder ob man da Millionen mal hoch muss. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was er von mir will. Lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht, was der von mir will. Und jetzt ist die Plattform wieder komplett anders. Eigentlich nicht so, wie ich sie gerne hätte. Das ist so... Jetzt wieder komplett Quatsch. Ja, wie soll ich denn da durchkommen? Da waren ja überall Partikel. Hä? Ich check den Boss überhaupt nicht. Geil. Ich kann mich auch an die Plattform hängen und von ihr zerdrückt werden, beziehungsweise festgehalten werden, sodass ich gar nichts mehr machen kann. Sehr gut, bis die Partikel kommen und das Leid beenden. Cool. Ist auf jeden Fall schöner Zeitvertreib. Guck mal, jetzt ist die so dumm, die Plattform, dass die so ganz langsam rumgeht. Jetzt zieht sie so ein bisschen höher, aber... Jetzt muss ich da quer durchziehen, das ist viel schwieriger, als wenn die gerade hochgeht. Was ist denn das für ein dummes Konzept? Ich check nicht, was ich tun soll. Kann ich das irgendwie beeinflussen, wie die sich bewegt? Guck mal, jetzt muss ich hier so schräg durch. Das geht überhaupt nicht. Das geht nicht so. Was wollt ihr denn von mir? Ich check's null. Ich kann nichts machen. Irgendwas verpeile ich doch. Hallo? Ja, wie... Aber der Boss hat... Also, selbst wenn es Boss ist, hat er keine Anzeige, ne? Möchte ich auch mal kurz feststellen. Ich hänge fest, ich kann mich nicht bewegen. Cool. Ich konnte nicht mal mehr hochspringen. Ich kann das Ding auch nicht mit Schüssen beeinflussen. Wieso? Der hat einen komplett... Ich kann so überhaupt nicht drauf. Warte ich 3 Jahre, bis er wieder runterkommt. Aber guckt euch mal an, wie der sich bewegt. Da kann ich überhaupt nichts machen. Das braucht ja 3 Jahre, bis er wieder... Und jetzt fährt es ja dann ganz schräg nach oben. Soll ich da irgendwie durchkommen? Ja. Hallo? Und wann anders startet der komplett senkrecht und fährt senkrecht wieder hoch? Was ist denn das? Also ich weiß nicht, ob der Fehler bei mir liegt, aber das ist eines der blödsten Boss-Konzepte, was ich jemals gesehen habe. Entweder ich verstehe was grundlegend falsch oder das ist wirklich so gedacht, wie ich es denke, dann ist es halt komplett dumm. Also Entschuldigung, aber ich verstehe es nicht. Weil wenn es so ist, wie ich es denke, ist es ja komplett random.
Komplett glückbasiert, wie die Plattform sich bewegt. Komplett glückbasiert, wie die Partikel auf einen zukommen. Und du kannst überhaupt nicht wissen, ob du durchkommst. Oh mein Gott, ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Unfassbar. Aber weil ich halt Glück hatte, weil die Plattform so sich bewegt hat, wie es angenehm ist. Das muss ich ja nicht tun. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. Ich gehe durch die Tür. Kann ich das nehmen? Ey, wehe, ich sterbe jetzt. Ich raste aus. Okay, was kann ich jetzt tun? Ist das ein Schlüssel? Hä? Hä? Also ich meine, man muss den Boss jetzt zugutehalten, er hatte kaum Hits. Aber was soll ich denn jetzt machen? Ich komme nicht durch die Tür. Ich kann das Ding mit mir rumtragen. Ah, warte. Nee, geht auch nicht. War eine Idee, ne? Dass ich höher stöhnen muss für die Tür. Aber war nicht so. Kann nichts tun. Hä? Ist irgendwo eine versteckte Tür? Das Ding hat auch keine Hits. Scheiße. Ich glaube nicht, dass das gut war. Habe ich es mir jetzt verbaut? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann nur resetten, aber dann bin ich wieder am Anfang. Hätte ich irgendwie an der Wand irgendwas probieren müssen, dass ich da irgendwo durchkomme? Mit dem Ding? Was jetzt nicht mehr geht, weil ich doof bin? Ja, kann nichts tun. Cool. Ja, hä? Oder ist das ein Fake-Boss und es geht doch da oben weiter? Ich bin komplett perplex. An die Ranke komme ich nicht ran. Also ich sitze hier gerade mit Millionen Fragezeichen vorm Bildschirm. Vorm Gesicht. Was soll ich tun? Cool. Ich versuche nochmal mich an die Ranke zu hängen, weil keine Ahnung. Ich werde nie wieder so ein Glück haben, das Viech so gut besiegen zu können. Das war ja komplettes Glück.
Yo, ist schon in Ordnung. Ich kann mich da nicht ranhängen. Toll! Super! Was soll ich mit dem Ding machen? Vom jetzt guckt euch mal das an, jetzt mit der Plattform wieder hochzukommen, ne? Seht ihr den Unterschied zu vorhin? Das ist ja komplett dumm. Ja. Ich konnte nichts tun. Ich konnte nicht runter, ich konnte nicht rüber. Hallo? Plattform könnte angenehm sein, wenn die Partikel jetzt mitspielen. Was sie nicht tun. Was soll ich mir darüber tun, wenn ich die wieder bekomme? Ich verstehe es nicht. Die Tür geht nicht mehr. Die Rübe macht am Ende rein gar nichts. Oder so. Oh, ich war auch Mist. Das wäre ein guter Lauf geworden. Ah, oh, die Partikel waren super. Und ich renne rein. Ah, oh, die waren echt gut. Scheiße. Ach, Mann. Ist doch komplett dumm. Okay, die Plattform könnte passen. Nein, ich erwische nicht. Mist, die Plattform wäre super gewesen. Ach, Kacke. Ja, keine Chance. Oh oh. Wie soll ich? Ja. Ne? Genau das. Ja, aber selbst wenn ich jetzt da wieder hinkomme zu dem Vieh, ich weiß ja nicht, was ich dann machen soll mit dem Ding. Ich kann nur probieren, an der Wand dann nochmal höher zu springen, da irgendwie durchzukommen. Ich weiß es nicht. Oh, nervt mich das gerade, dass ich das Teil da kaputt gemacht habe an der Wand. Also, der Abschnitt ist komplett undurchdacht. Oder er soll so trollig sein, aber dann ist er scheiße. Also, sorry. Wenn es insgesamt nur ein Troll ist und ich eigentlich an die Ranke kann, okay, dann sehe ich das ein. Dann sehe ich das komplett ein, dass das hier ein Troll ist und man drauf reinfällt. Weil man zu blöd ist, die Ranke hochzuklettern oder den anderen Weg zu sehen. Aber... ja, leck mich doch am Arsch. Also alleine schon, weil es halt so random ist, wirkt es wie ein Troll, weil das ist, kann ja nicht... Das ist ja kein schönes Level-Design.
Also selbst für I Wanna Be The Guy Kram ist das überhaupt kein gutes Level Design. Jetzt gehe ich da mitten in die Kiste rein. Ja, das kann ja nicht funktionieren. Wenn ich da mitten in die Quelle reinrenne, wo alles herkommt, das kann ja nicht gehen. Oh boy. Na, wir müssen es nochmal spielen. Das hilft ja nichts. Weiß auch nicht, wie ich das beeinflussen kann, wie dieses komische Ding fährt. Ich würde mal vermuten, gar nicht. Okay. Mist. Wenn ich hier oben irgendwie stehen bleiben könnte, ne? Ach, fuck. Oh Gott. Das wollte ich nicht. Okay, der fährt halt super hoch jetzt. Jetzt muss... Nein! Wieso bin ich denn jetzt? Wieso habe ich denn nicht... Wieso konnte ich jetzt wieder nicht den Doppelsprung machen? Man drückt auf diese Taste und sie reagiert einfach nicht. Check's nicht. Ja, das ist jetzt großartig. Jetzt fährt er mich genau in die Mitte wieder rein. Wo alles herkommt. Ja, das kann ja so, das kann ja nur funktionieren. Wie soll denn... Wie soll denn sowas funktionieren dann? Da müsste man ja ewig warten, bis die Plattform drüben ist und dann funktioniert. So, die ist wieder gut. Aber das ist ja pures Glück, was die Plattform macht. Ach, jetzt habe ich es versaut. Das war mein eigener... Würde die Plattform immer gleich sein, wüsste man ja, dass das funktioniert, aber, ne? Kann ich die irgendwie beeinflussen? Fährt komplett dumm rum. Keine Ahnung, wie ich die jetzt, ob ich die jetzt irgendwie damit beeinflusst habe, aber ich glaube nicht. Ja. Ciao. Bis die passt, dauert es ewig, weil jetzt fährt die da in die Ecke. Na, ich könnte damit jetzt hoch. Ein bisschen Glück. Ja. Cool. Aber guck mal, nee, jetzt fährt die ja da hin. Und da in der Mitte hätte ich eh keine Chance gehabt. Ich muss möglichst nah an den Rand mit der Plattform. Ich habe keine Chance aktuell. Selbst da, wo die jetzt hochfährt, komme ich nicht weiter. Guck mal, jetzt fährt die da wieder hier hin. Wie soll ich da mitkommen? Das geht nicht. Ich habe keine Möglichkeiten. Kann nichts machen. Jetzt fährt sie in die Mitte von dem Viech rein. Wenn das jetzt ein Speedrun wäre, ne? Ich bin ja komplett aufgeschmissen. Ich kann ja nichts machen. Ich habe keine Chance. Das kann doch nicht der richtige Weg sein. Das muss doch ein Troll sein. Ja, nee, ich probiere die Ranke weiter. Weil selbst wenn wir den schaffen, kriege ich ein komisches Gemüse, mit dem ich nicht anfangen kann. Ich fühle mich komplett verarscht gerade. Ich kann aber da nicht hochklettern. Ich kann nichts machen. Was ist hier von mir verlangt? Was ist hier von mir verlangt? Was ist hier von mir verlangt? Oder ist meine nach oben Taste einfach kaputt? Nee, Quatsch, kann ja nicht sein. Die Tür geht ja auf. Die Ranke reagiert nicht. Kann ich, ist egal, wie ich spiele. Die reagiert einfach nicht. Alter, ich check nichts.
Es werden halt immer, die hören halt auch nicht auf, da aufzutauchen. Oder muss man da einfach eine Weile aushalten? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es wäre gerade so viel möglich, wie man das hier lösen könnte. Am ehesten halt der Boss und dann irgendwas mit dem Gemüse anstellen. Aber was und wie? Und warum? Ich würde den gern nochmal jetzt schaffen. Aber ich verstehe den Reward nicht. Selbst wenn ich den bekomme. Ich kann damit nichts anfangen. Das ist jetzt eine super Plattform, weil es dauert wieder 3 Jahre, bis ich hoch kann. Weil wenn ich jetzt mit ihr hochfahre, ne? Ich fahre ja mitten in das Viech rein. Und dann komme ich ja genau... Ne, seht ihr das? Ich meine, jetzt, wenn es am Rand wieder hochgeht, könnte ich es versuchen. Da dürfte ich am sichersten sein. So, jetzt nicht ver... Das war meiner. Das war meiner. Die ist halt wieder dumm. Die fährt halt jetzt wahrscheinlich, wobei ich nicht weiß, wie die... Ja, okay. Sie macht am Boden das genau das Richtige. Jetzt darf ich nur nicht... Okay, ich hätte springen müssen. Das hätten wir schaffen können. Das hätten wir schaffen können. Das hätten wir schaffen können. Er hat ja nicht viele Hits, haben wir ja schon gesehen. Er hat ja nicht viele Hits. Er geht ja recht schnell down. Jetzt schön mal oben geht, könnte es funktionieren. Aber da komme ich nicht durch. Da komme ich nicht. Oh mein Gott. Ja, schade. Cool. Nimm die Tür nicht raus, ist okay. Super Plattform, geile Plattform, beste Plattform ever. Jetzt kommt die runter, bis sie unten ist, zieht jetzt irgendwie da rüber und dann geht es wahrscheinlich schräg hoch. Ja, super, cool, kann ich super viel mit anfangen, weil jetzt zieht die genau das Viech rein. Toll! Stellt euch vor, ich wäre jetzt auf der Plattform, wie soll das gehen? Ich verstehe es nicht. Ich kann nur immer wieder das Gleiche sagen, weil ich verstehe es nicht. Ich könnte jetzt hier irgendwie versuchen... Ja, wie soll ich denn da durchkommen? Es ist doch komplett utopisch, was hier... Dieser Boss kann doch nicht ernst gemeint sein. Das kann nicht der richtige Weg sein. Aber die Ranke ist auch nicht der richtige Weg. Alter. Zur Seite raus geht's auch nicht. Riesige Voidens hier draus, aber das kann es ja nicht sein. Cool. Das Einzige, was ich hinkriege, ist, zu diesem Boss zu kommen und den Boss vielleicht irgendwann irgendwie zu schaffen. So wie vorhin. Keine Ahnung, was ich da tun soll. Ich schau gleich einfach Half-Stream an der Stelle an. Ey, ich weiß nicht, was ich machen soll.
Keine Ahnung. Bin komplett überfragt. Aber komplett. Die ist doch wieder nicht gut, die Plattform. Aber die könnte hochfahren. Die könnte hochfahren. Ja, aber ich wäre drauf, hätte drauf gemusst. Bin halt nicht drauf. Cool. Das ist doch kompletter Quatsch. Die fährt jetzt mitten da rein. Da komme ich auch nicht drauf. Ja, und jetzt fährt die da auch mitten rein wieder. Ich kann da nichts machen. Die könnte passen. Na, nee, die geht viel zu schräg rein. Die geht viel zu schräg zurück vor allem. Ah, die fährt da hoch. Okay. Ja, super. Hab's verpasst. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich das Ding ordentlich machen soll. Ohne Glück kriege ich das nicht hin. Ich brauche einfach nur das Glück, was ich vorhin hatte. Ne? Da war ja alles frei. Ich konnte einfach schießen wie ein Blöder auf das Ding. Und die Sache war durch. Aber geht ja so nicht. Ne? Ich meine, schaut euch den Quatsch an. Jetzt ist gerade richtig gut, um hochzukommen. Und ich hab's versaut! Weil ich wieder nicht doppelt springen konnte. Ich hab gedrückt. Das gibt's doch nicht. Manchmal kann man von der Plattform einfach auch nicht doppelt springen, obwohl man nicht mal am Rand oder so ist. Wahrscheinlich zählt es so ähnlich. Dass man diese Partikel halt auch kaum sieht. Ich verstehe dieses Boss-Design echt überhaupt nicht. Das ist so asozial. Das ist so ein asoziales Boss-Design. Ich raff es nicht. Ist da ein Trick, den ich nicht sehe? Wir haben gleich wieder eine Stunde und wir haben nichts erreicht. Wir haben nichts erreicht. Ich verstehe es nicht. Ich muss nach dem Part gucken, was da los ist. Ich kann nur bei HF nachschauen, weil... Ich kann nichts machen. Ich kann nur runter. Toll. Aber was soll ich hier tun? Überhaupt keinen Sinn? Ja, super. Irgendwie drauf. Irgendwie hoch. Irgendwie nicht dabei sterben. Nee, es reicht noch nicht. Hä? Lull. Jetzt fährt die nach oben. Das hat man ja noch nie. Nee, ich... Nee.
Das Ding muss doch Troll sein. Das Ding ist so scheiße, das muss doch Troll sein. Es muss hier oben irgendwie, aber ich weiß nicht wie. Ich verstehe nichts. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich war selten so verwirrt. Ja, cool. Ja, das bringt's auf jeden Fall. Ich kann versuchen, die Tür da oben hinzuwerfen, aber das nützt ja auch nichts. Das ändert an dem ganzen Konzept ja nichts. Gehe ich mal davon aus. Lel. Bin auf der fallenden Plattform in die Tür gegangen. Toll. Achievement unlocked, würde ich sagen. Aber was soll... Ist die Ranke echt oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Aber ist der Boss echt oder nicht? Weil was will ich denn mit dem Gemüse nachher machen? Ich habe doch da auch alles Mögliche probiert. Oh Leute, ich bin komplett lost. Hier oben wird es halt einfach immer mehr und es hört halt einfach auch nicht auf. Na? Kann halt machen, was ich will. Es geht oben nicht weiter. Bei dem Boss geht es so weit, dass ich es schaffe, bis diese Frucht kommt. Aber dann ist da auch Schluss. Ah, coole Tür, super. Genau da wollte ich die haben. Beste Plattform. Oh mein Gott. Ja. Toll. Nee, ich lasse es jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Und ich hoffe, das ist nachvollziehbar, weil... Ich gucke jetzt nach. Ich hänge doch mich hier nicht 2 Stunden hin. Jetzt ist es schon 1 Stunde. Ist der ganze Part ist schon 1 Stunde und wir haben keinen Fortschritt. Wir sind bis hier hochgekommen, aber es nützt uns nichts, weil wir nicht weiterkommen. Cool, die Plattform wäre super gewesen. Aber selbst wenn ich die Plattform, selbst wenn ich den Boss hier schaffe, ich weiß nicht, was ich mit der Frucht machen soll. Das Einzige, was ich halt noch nicht probiert habe, ist an der Wand hochzuspringen, aber... Das ist doch alles komplett dumm. Ich komme nicht... Oh. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. So, hallo. Während das tolle Spiel im Hintergrund noch lädt. Ach, da ist es auch schon. Warum sieht man es aber nicht? Hallo? Ah. Mensch, jetzt sieht man dieses tolle Spiel. Ja, im letzten Part sind wir tatsächlich auf einen Trollboss reingefallen. Ich habe jetzt bei HF nachgeschaut. Und HF hat es einfach geschafft, auf diese verfluchte Ranke da oben zu kommen. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich habe die Ranke mehrmals berührt. Ich konnte nicht an ihr hochklettern. Wahrscheinlich muss man sie perfekt erwischen. Aber es geht da oben jedenfalls weiter. Ja, aber die Frage ist halt wie. Es ist... Leck mich. Okay, das hänge ich hinten ran. Das hänge ich hinten ran. Jetzt wirklich, danke. Nee, nein.
Nein, das hänge ich an diesen Stundenpart hinten ran, sonst ist mir das zu blöd. Jetzt nochmal danke fürs Zuschauen. Ich schneide das zusammen. Und tschüss.